Wenn du jetzt nicht weißt, was ein Lebensplan ist, ich werde es gleich erklären. Und dazu habe ich für dich diesen wundervollen Film vorbereitet, von dem ich gerade vorhin schon gesprochen habe, um das mal bildlich zu sehen. Weil für viele Menschen ist es abstrakt. Man spricht immer wieder, die Seele verkörpert sich, aber wie funktioniert denn das alles? Und wie sieht es aus? Und man ist ein energetisches Wesen und dann gibt es das Gesetz der Anziehung und man hat schon hier und da so viele Begrifflichkeiten gehört und Meditation und vielleicht Yoga und Heiler und Medium und, und. Und ich möchte dir heute anhand meines Films dir erklären, was ein Lebensplan ist, wie der Lebensplan entsteht. Wir fangen an. Wir kommen, also die Seele ist ein Energiefeld. Das kann man messen, das kann man zeigen. Alle festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe bestehen aus Energie, aus Atomen, aus schwingenden kleinen Atomkügelchen. Und hier sind Aufnahmen vom Universum und die Seele ist dort. Und irgendwann, ja, entscheiden wir uns, wieder zu verkörpern, zum Beispiel auf dem Planeten Erde. Da sind ja unheimlich viele unzählige Planeten. Wir sind ja nur ganz, ganz mini der Planet Erde, dass wir uns das mal vorstellen. Und jetzt einfach mal bildlich gezeigt, die Seele ist im Universum mit den geistigen Beratern und bespricht jetzt, okay, ich bin jetzt vor meiner nächsten Verkörperung. Was möchte ich lernen? Welche Lernerfahrungen habe ich noch nicht abgeschlossen? Und was ist so grob mein Lebensplan, den ich durchgehen möchte? Und auf dem Lebensplan steht nicht nur drauf, dass du leidvolle Erfahrungen machen sollst, sondern auf dem Lebensplan steht auch, mit welchem Wissen, mit welchen Talenten. Du hast ja unglaublich viel Wissen, viel Talente gesammelt im Laufe deiner verschiedenen Verkörperungen. Und das nicht nur auf dem Planeten Erde, sondern es gibt auch andere Planeten, die bewohnt sind mit, ich sage jetzt mal, mit Körpern in Anführungszeichen. Wie das nachher aussieht, zeige ich dir, dass der Menschenkörper ja am Anfang, wenn du dich verkörperst, ja noch gar nicht du richtig bist, sondern das eine Grundform darstellt. Und viele können ihre Berufung dann zum Beispiel nicht leben, dass sie ihr Talent mit einbringen, weil sie sich dann zu stark abbringen lassen durch die Prägungen, zum Beispiel aus der Familie, in die sie hinein sich verkörpert haben, inkarniert haben. Also auf jeden Fall steht auf dem Lebensplan, ob du Kinder hast, ob du keine Kinder hast, ja, mit wem du Kinder hast und zum Beispiel. Und die Familie auf jeden Fall, wo du reinkarnierst, die besprichst du, welche Prägungen die Familie haben soll und ja, deine Lebensaufgabe. Und dann verbinden sich Mutter und Vater jetzt symbolisch und du nimmst quasi das Flugzeug, die Seele nimmt jetzt das Flugzeug einfach als symbolisch dargestellt und verkörpert sich dann an dem Ort, in die Zeit, in die Familie, auch in die Kultur. Jedes Land hat ja seine unterschiedlichen Kulturen, Gewohnheiten, Traditionen. Und dann landest du in deiner quasi neuen Verkörperung. Immer wieder werde ich gefragt, ab wann ist die Verkörperung? Ab wann findet die Verkörperung statt. Das bedeutet, ab wann ist die Seele im Körper? Und da gibt es ganz, ganz viele Meinungen und viele Richtungen von unterschiedlichen Experten. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich spreche aus meiner Erfahrung, dass ich viele Prägungen aufgelöst habe mit meinen Klienten, die schon ab Tag 1 quasi, wenn Samenzelle und Ei verschmelzen, sind diese Informationen
bilden den Körper und da kriegt die Seele schon alles mit, auch diese übergestülpten Prägungen, energetisch die ganzen Gedankenmuster von den Großeltern, die sich die Seele in dieser Familie ganz bewusst ausgesucht hat, die Eltern. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich bewusst wird, im Ei und Sperma sind alle Prägungen von den Ahnen enthalten. Das heißt, du hast, man sagt immer 50% Vater, 50% Mutter. Und wer Ahnenarbeit schon mal gemacht hat, weiß, dass es ganz, ganz viele Wiederholungen gibt. Und du suchst dir immer diese Familie aus mit diesen bestimmten Wiederholungen, weil sie mit deinen Lernaufgaben zu tun haben. Das heißt aber jetzt nicht, dass du in der Ahnenarbeit in die 15. Generation gehen musst und Ahnenarbeit machen musst, um das aufzulösen, sondern deine Seele hat sich genau diese Ahnengeschichte ausgesucht, weil sie die ersten Jahre damit geprägt werden möchte. Und zack, in dem Moment, wo sich jetzt Samenzelle und Ei miteinander verbinden, das ist jetzt aus meiner Erfahrung, inkarniert, verkörpert sich die Seele. Das kannst du dir so vorstellen, der Teig ist die Seele und die Kuchenform ist der Körper. Und beim Kuchenteig dauert es, ja, geht es schneller, da dauert es vielleicht eine halbe Stunde, bis der fest ist, bis der gebacken ist. Bei der Seele, wenn die sich verkörpert in einen Menschenkörper, bis das richtig fest und stabil zusammengewachsen ist, dauert das länger. Und zwar circa 21 Jahre und 9 Monate. Hier kannst du sehen, er hat ein Embryo so circa im zweiten, dritten Monat. Also man sieht ganz klar, dass man kann noch nicht erkennen, wer das ist. Ja, man kann keine Konturen erkennen. Man sieht einfach ein Embryo, man sieht einen Körper. Aber in dieser Zeit, wenn du im Mutterleib bist, dann kriegst du schon voll und ganz alles mit. Und ich werde nachher dazu Fallbeispiele nennen. Du kriegst schon alles, alles mit. Und ich hatte eine Klientin zum Beispiel, da wurde sich ein Junge gewünscht und sie ist ein Mädchen geworden und sie hat das ganze Leben darunter gelitten. Sie hat auch dementsprechend ihren Ehemann rausgesucht, weil sie sich nie wert war. Sie musste es immer allen anderen recht machen. Hier, da wächst du dann heran im Mutterleib und dann sieht man schon immer mehr den Menschenkörper, man sieht schon immer mehr Konturen, aber die eigene Persönlichkeit kommt jetzt da noch nicht heraus. Hier als energetische Aufnahme, so siehst du aus und dann verkörpert sich von oben, kommt dann die Seele herein und breitet sich dann immer mehr aus mit dem ganzen Wesen, so wie beim Kuchen, der Teig auch, nimmt immer mehr diese Form vom runden Kuchen an. Und hier nimmt die Seele, geht rein mit ihrem Wesen, mit ihrer ganzen Charakteristik in den Menschenkörper und verbindet sich immer mehr. Und es ist sehr wichtig, sich bewusst zu werden, du bist ein energetisches Wesen, dein menschlicher Körper ist aus purer Energie, also die Grundlage der Wissenschaft, der Physik und der Chemie. Das ist nicht irgendwas Erfundenes aus der Spiritualität, sondern alles besteht aus Energie. Und im Idealfall bist du mit dem Kopf nach unten und kommst dann auf die Erde. Und es gibt da schon Prägungen, die die Ursachen dafür sein können. Ich nenne gerade mal ein Fallbeispiel, ein weiteres von einer Klientin, die sich nicht gedreht hat, also das Baby. Und hat sich dann herausgestellt, dass der Vater damals große Probleme hatte, berufliche. Und dass das diskutiert worden ist über einen ganz langen Zeitraum in der Familie. Und du bekommst ja alles mit.
Und da sind die ganzen Existenzängste auf das Baby übertragen worden. Und das Baby wollte dann nicht auf, also auf die Erde, die Seele, die hatte dann Angst. Du bist dann in so einem Zwischenzustand, einmal im Irdischen, einmal in dem spirituellen, göttlichen, geistigen. Und es wollte sich nicht drehen und dann gab es nachher einen Kaiserschnitt. Das war ist aus dieser Auflösungsarbeit. Dann kommst du auf die Erde und alle Babys sehen süß aus, haben eine knuffelige Nase, die schreien. Es ist ganz klar und dann entwickeln sie sich weiter und du siehst immer mehr, wie sie ihre eigene Persönlichkeit bekommen. Da sind sie so vielleicht 1,5 Jahre alt und hier ein paar Beispiele. Die Persönlichkeit kommt immer mehr, verkörpert sich immer mehr. Jetzt in der Schule, das ist so Grundschulalter und hier Teenageralter, da siehst du, dass sie auch noch nicht ganz da ist. Ja, du kannst es ganz gut sehen an den Nasen und an dem Gesicht, an der Ausformung, wenn man jetzt nochmal vergleicht. Das wächst nochmal, ich gehe mal nochmal kurz zurück, damit du das sehen kannst. Also nochmal hier das Baby, schau dir das Gesicht an von dem Baby. Hier kommen immer mehr Konturen, aber du kannst immer noch nicht das ganze Wesen, die Seele ist noch nicht fertig verkörpert. Nochmal ganz bewusst schauen, da entwickelt sich die Nase alles immer mehr, das ganze Gesicht. Hier kannst du schon immer mehr erkennen von dem Wesen, von dem Ausdruck, vom Gesichtsausdruck. Dann weiter in der Teenagerzeit. Wächst, verbindet sich immer mehr. Und mit 21 Jahren ist die Seele, wenn sie dann auf der Erde ist, vollständig verkörpert. Und hier kann man das ganz toll sehen. Es gibt eine Wissenschaft, die nennt sich Face Reading, Physiognomie, Gesichtlesen. Und viele Führungspersönlichkeiten besuchen solche Kurse. Und du schau mal ganz genau, nicht, wenn du mal richtig beobachtest, jeder Mensch ist ja komplett unterschiedlich. Und im Face Reading, ich habe früher mal auch Kurse besucht, kannst du genau sehen, da wird genau analysiert, wie ist die Nase? Er hat eine längere Nase, sie hat eine kürzere Nase. Er hat auch eine ganz andere Nasenform. Dann seht ihr auch hier, die Ohren sind ganz anders. Der hat zum Beispiel keine Ohrläppchen, die zwei haben Ohrläppchen. Dann die Mundform, dann die Stirn. Sie hat eher eine runde Stirn, er hat eher eine eckige Stirn. Und der andere Herr, der hat eher eine, man sagt, eine fliehende Stirn nach hinten. Und alles hat, kann man genau analysieren beim Face Reading. Aber das ist jetzt nicht mein Expertengebiet. Ich möchte euch nur darauf hinweisen und euch zeigen, dass deine Seele mit all ihrem Wesen, mit all ihren lichtvollen Aspekten, mit allen auch ihren Schattenaspekten inkarniert und dass du komplett im Menschenkörper dann dich verkörpert hast mit allem, was du in dir trägst, was du mitgebracht hast in deinem Energiefeld. Hier siehst du die Seele nochmal sehr und den Körper auch nochmal aus einem energetischen Blickwinkel. Es gibt tatsächlich Menschen, die verkörpert sind, die Farben sehen können, die die Aura farbig sehen können. Und es gibt eine Fotografiemöglichkeit, die vor über 100 Jahren entwickelt worden ist vom Wissenschaftler Kilian. Und da kannst du ganz genau sehen, das Energiefeld, deine Energiebahnen, der Körper ist überzogen, der materielle Körper ist auch überzogen von lauter Energiebahnen und dein Energiefeld ist farbig. Und das ist abhängig davon, wie du denkst und wie du fühlst, welche Farben vorherrschend sind sozusagen. Und es gibt Menschen, die das wirklich so sehen können, wie du das jetzt hier im Video sehen kannst. Ich kann es nicht, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die das sehen können und darüber gibt es auch Literatur. Und hier ganz toll dargestellt, vielleicht hast du schon mal eine Akupunkturpuppe gesehen.
Da sind die Hauptenergiebahnen verteilt und so bist du überzogen von Energiebahnen und auf diesen Energiebahnen sind lauter Punkte. Und diese Punkte nennt man in der traditionellen chinesischen Medizin Akupunkturpunkte. Im Indischen nennt man sie Chakren und auf Deutsch werden sie als Drehwirbel bezeichnet. Und jetzt verrate ich dir ein ganz, ganz großes Geheimnis, das Geheimnis, das Gesetz der Anziehung, Law of Attraction, wie das funktioniert. Wir haben vorhin gelernt, die Seele inkarniert in einen Menschenkörper, sie wächst circa 21 Jahre und 9 Monate in den Menschenkörper hinein. Alles besteht aus Energie. Und jetzt ist es so, wie funktioniert das Gesetz der Anziehung? Und so läuft, das ist einer der Basisgesetze für das ganze Leben. Jeder Gedanke und jedes Gefühl sendest du aus. Hier oben haben wir angedeutet das Kronenchakra, Energiewirbel. Wenn du noch nie etwas von Chakren gehört hast, es ist so, die Chakren nennt man auf Deutsch Energiewirbel. Und im vorigen Video haben wir gesehen, wir sind übersät von diesen ganzen Energiewirbeln. Jeder Punkt stellt einen Energiewirbel dar. Und in der Fachliteratur sagt man so, circa 88.000 Energiewirbel sind wir übersät. Wenn wir denken und fühlen, steuern wir damit. Also das, was du die ganze Zeit aussendest und fühlst, das geht raus durch diese durch diese ganz vielen Energiewirbel. Ob jetzt ganz große, wie die Hauptenergiewirbel oder Hauptchakren, oder diese ganz kleine. Es gibt verschiedenste Größen. Und durch das Denken und Fühlen lenkst und leitest du die. Und jetzt kommt die Grundlage, Gesetz der Anziehung. Wenn ich dauernd negativ denke und negativ fühle, dann sende ich das aus, dann bin ich wie ein Strommast oder ich bin wie so eine Radioantenne. Früher gab es noch Radioantennen. Dann sende ich das aus und dann empfange ich nur auf der gleichen Wellenlänge Dinge im Leben. Ja, ich sende ständig aus und empfange dann. Dann ziehe ich mir immer die Jobs an, wo ich gemobbt werde. Dann ziehe ich mir immer die Partner an, die mich schlecht behandeln. Ja, weil ich zum Beispiel als Kind immer geprägt worden bin, eine Frau ist nichts wert und die muss ich immer unterordnen, Opferhaltung. Oder man muss immer angepasst leben, man muss es immer den anderen recht machen. Das sende ich dann die ganze Zeit aus und die Menschen, die ich dann in mein Leben anziehe oder die Jobs, die sind dementsprechend. Und so funktioniert das Gesetz der Anziehung. Ich bin ein energetisches Wesen. Ich sende die ganze Zeit durch meine Gedanken und Gefühle und ich nehme auf. Und so sieht ungefähr ein Chakra mal ganz abstrakt dargestellt. Wenn du dir vorstellst, in der Mitte bist du als Mensch und vorne und hinten am Körper drehen sich diese Drehwirbel sind trichterförmig und saugen Energie ein, saugen ja, Informationen ein und geben auch die ganze Zeit Energie ab. Und so kreierst du dir dein Leben, dass du Menschen in dein Leben ziehst, Gegebenheiten in dein Leben ziehst. Wenn du erschöpft bist und müde bist, vielleicht hast du das auch schon erlebt, über Tage, über Wochen hinweg. Dann ist es ganz wichtig, mal zu schauen, was denkst du denn die ganze Zeit? Warum bist du so erschöpft? Erschöpft dich dein Chef? Erschöpft dich deine Arbeit? Und da kommen wir jetzt wieder nachher dann zum Lebensplan. Lebst du deinen Lebensplan oder bist du in einer Arbeit, die dir überhaupt keinen Spaß macht? Aber da schauen wir nachher in der gemeinsamen Übung, was bei dir aktuell der Ist-Zustand ist sozusagen. Also so sieht ein Chakra aus, ein Drehwirbel von den kleinen Punkten jetzt ganz stark vergrößert und die drehen sich die ganze Zeit. Und wenn du negativ denkst und negativ fühlst, dann ziehst du immer
ganz wenig Lebensenergie an und leidvolle Lebenserfahrungen. Bist du überwiegend im positiven Denken, im positiven Fühlen, dann geht es dir gut. Das kannst du dir so vorstellen, dass du tolle Lebensereignisse anziehst. Es geht dir gut, du fühlst dich leicht, alles geht leicht von der Hand. Das ist vergleichbar mit der Energie, wenn du verliebt bist. Du hast lauter Schmetterlinge im Bauch, du schwebst nur noch, alles ist toll, alles ist super, alles ist wunderbar. Das ist so ein ganz guter Vergleich. Oder Liebeskummer, dann ist alles schwer, dann ist alles schlecht, dann ist alles schlimm, dann fühlt man sich ganz, ganz schlecht. Das sind so jetzt mal zwei extreme Beispiele, um mal so einen Zustand nachvollziehen zu können. Und wenn du Liebeskummer hast, dann drehen sich die Chakren langsamer, nehmen weniger Lebensenergie auf und du fühlst dich schlapp und ausgelaugt. Mal die Grundtechnik kurz erklärt. Es gibt Menschen, die können Chakren auch sehen. Diese Trichter, das ist auch möglich im energetischen Feld. Und hier nochmal zusammengefasst und mit ein paar ganz wichtigen Wörtern. Die Seele ist vergleichbar mit einem USB-Stick. Die Seele ist ein Energiefeld, verkörpert sich in einen Körper und da ist alles gespeichert. Also alles aus vorigen Inkarnationen auch. Und wenn du zum Beispiel Talente mitbringst und kannst super gut Fremdsprachen, obwohl du die noch nie gelernt hast, oder du kannst handwerklich bist du in bestimmten Dingen begabt oder tänzerisch, egal was, was du in diesem Leben überhaupt nicht gelernt hast, das hast du, dieses ganze Wissen hast du mitgebracht aus vorigen Inkarnationen der Seele und das ist alles in dir gespeichert. Gedanken, Gefühle, die sich entwickelt haben durch Erlebnisse. Prägungen, dann auch Opferrollen, also zum Beispiel, wenn du im Vorleben als Sklave inkarniert warst und du hast dann Dinge erlebt, dass du nicht selber handeln durftest, keinen freien Willen hattest, dass du kostenfrei arbeiten musstest, dann kann das zum Beispiel, diese Informationen sind in deiner Seele gespeichert und dann kann das Auswirkungen haben, dass ich in diesem Leben die Glaubenssätze habe, ich bin nicht wertvoll genug, ich bin nicht wert genug und dadurch auch immer die Mobbingjobs anziehe oder durch Kindheitsprägungen aus dieser Verkörperung der Seele, dass ich es nicht wert bin, als Frau einen guten Job zu haben, dass ich nicht wert bin, einen tollen Partner an meiner Seite zu haben oder tolle Freunde, dass ich immer angepasst sein muss. Und daraus entstehen dann Glaubenssätze, die in meinem Unterbewusstsein ganz fest verankert sind und auch verletzte Gefühle, weil das tut ja weh, wenn man sich nicht selber leben kann, wenn man nicht, ja, seine Talente und dann zweifelt auch, ja, dass man sagt, okay, man ist nicht gut genug, weil man das die ganze Zeit gehört hat in der Kindheit oder in der Schule. Und dann kann man die Talente gar nicht entwickeln, die man in sich trägt, weil man von diesen negativen Glaubenssätzen, die wie so eine Glocke über einen sind, weil man das regelmäßig gehört hat. Man ist so regelmäßig programmiert worden. Louise Hay, die für mich eine ganz große Vorbildsfunktion hat, in ihren ganz vielen Interviews und Beiträgen, die zum Beispiel auch auf YouTube zu sehen sind, da hat sie mal gesagt, wir sind voll von Kindheitsprägungen, die wir immer gehört haben. Das kann man vergleichen mit circa 20.000 Stunden etwa. Also das sind nur so circa Angaben, Kassettenaufnahmen. Ja, früher gab es ja noch Kassetten. Und heute würde man sagen, 20 Stunden Sprachnachrichten, die ständig auf einen abgefeuert worden sind. Dann Täterrollen. Also was sind denn Täterrollen aus vorigen Inkarnationen? Wenn ich jetzt zum Beispiel andere betrogen habe und mich dadurch bereichert habe und das Mindset immer noch in mir aktiv sein kann, bringe ich das mit und was hat es zur Folge in diesem Leben, dass ich nur Betrüger anziehe, dass ich Menschen anziehe, inkarnierte Seelen, die mich betrügen, damit ich aufwache und damit ich mir das mal anschaue. Ja, es ist nicht einfach so aus dem heiteren Himmel, dass das kommt, sondern
das, was ich aussende, das, was ich denke, so wie ich gehandelt habe, auch in Folgeninkarnation der Seele, das bleibt bei mir aktiv. Und dadurch kreiere ich mir meine aktuelle Lebenssituation. Und dann gibt es noch Sonderformen wie Gelübde, Flüche, Eide, Schwarzmagie. Das sind dann circa, ich sage immer, sind circa 10% von Sonderformen. Und hier siehst du das nochmal, der menschliche Körper, ein absolutes Potenzial in sich, überzogen von ganz vielen Energiebahnen und lauter Punkten, die Energiewirbel, die sich drehen, die aussenden und aufnehmen. Und hier nochmal ein bisschen abstrakter. Man kann das fotografisch festhalten. Man kann deine Energiebahnen fotografieren. Das ist möglich. Und nicht nur in Schwarz-Weiß, sondern auch in Bunt kann man die Aura fotografieren. Und hier habe ich das Organ Herz rausgesucht, damit man sich mal vorstellen kann, alle Organe sind so überzogen mit Energien, mit diesen Energiebahnen, alle Organe. Aber dieses Herz, und es pumpt ja durch unser ganzes Lebensblut. Und hier habe ich mal sehr, sehr abstrakt mal gezeigt, wenn zum Beispiel jemand verletzte Gefühle hat. Das nehme ich zum Beispiel wahr bei den Auflösungsarbeiten. Wenn jemand verletzte Gefühle hat, nehme ich das wie so Striche wahr. Ja, diese violetten Striche sind sowieso wie Energiebahnen. Ich habe es jetzt farbig gezeichnet, damit sich das mal abhebt, damit man das sieht. Oder auch wie so ein Spinnennetz. Es kann auch sein wie so ein Panzer, ein energetischer Panzer. Oder dass auch Dinge vernebelt sind, wenn Flüche ausgesprochen worden sind, dann kann man das zum Beispiel als Nebel wahrnehmen, damit man mal einen Eindruck hat, weil am Anfang ist diese Arbeit, die Karma-Auflösung, doch sehr, sehr abstrakt, wenn man davon erzählt und berichtet und kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Und das sind auch Gründe, warum du deinen Lebensplan nicht leben kannst. Zum Beispiel, wenn du immer gehört hast, du bist es nicht wert und du bist nicht gut genug und du bist verletzt worden und du fühltest dich nie richtig geliebt, dann sind die verschiedenen Ereignisse können so dein Herz verschließen mit solchen, ja, mit so Energiebahnen, die du dann bildest und dann kann nichts mehr raus und das Herz, das sendet. Und dann kommt es auch zurück, das pumpt durch die Lebensenergie, das Blut auf körperlicher Ebene, wie dann nachher diese ganzen Dinge auf körperlicher Ebene dann zusammenhängt. Das ist dann das Fachgebiet von den Ärzten und von den Heilpraktikern. Mein Fachgebiet fängt dann an, wenn es dann ins Feinstofflichere geht. Und so kann man das auch sehen, ja, auch energetische Implantate, das sind energetische Punkte oder wenn hier alles verschlossen ist mit Energiebahnen oder wenn du zum Beispiel mal im Vorleben erstochen worden bist und dann ist energetisch noch das Schwert drin, das kann auch vorkommen oder so Keuschheitsgürtel, ja, können auch noch in einem aktiv sein, auch wenn das für dich nicht vorstellbar ist. Aber in Auflösungsarbeiten habe ich das auch schon öfters gehabt, bei Begleitungen, wenn Beziehungen nicht erfolgreich waren, blockiert waren. Und dann waren auch solche Keuschheitsgürtel unter anderem aus Vorleben noch aktiv. Oder wenn jemand mal durch Drang ums Leben gekommen ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und so kann man sich das vielleicht mal vorstellen, was da alles so in einem Energiefeld, in einer Seele sein kann und blockieren kann, was man auch aus vorigen Inkarnationen mitbringt. Einfach mal bildlich, abstrakt gezeigt und unten drunter liegen dann natürlich diese ganzen Organe und haben dann und Knochen und das ganze Zusammenspiel. Hier nochmal ein Beispiel dafür, dass du sehen kannst, wenn jemand negativ denkt, wenn jemand negative Gefühle aussendet, wie das aussieht.
Und es gibt wirklich Menschen, die verkörpert sind, die das so sehen können. Also das ist jetzt bitte nicht als abstraktes Bild zu sehen, sondern es gibt wirklich Menschen, ich fühle das, ich spüre dann, was sie aussenden, welche Themen dahinter stecken. Aber es gibt wirklich Menschen, die das genau so farblich sehen können. Und wenn du Wut, wenn du Hass, wenn du Neid, wenn du